guten Morgen aus San Francisco. Heute ist der 18. Sonntag im Jahreskreis und wir sind immer noch in der gleichen Situation. Der dritte Sonntag hintereinander, wo wir Jesus in der einsamen Gegend sehen, ja, Bild für die Wüste, wo die Tausende von Menschen gekommen waren und Jesus, so hieß es vor 3 Wochen am Sonntag, sah sie und sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Vor 3 Wochen war das Erstaunliche, dass Jesus, anstatt sie jetzt sofort zu füttern, was war das Erste, was er tut? Er lehrte sie lange. Ja? Altes Testament, wo es heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das Wichtigste, was unsere Seele braucht, ist zunächst das Wort Gottes. Darum lehrt sie Jesus lange. Er selber ist das Wort Gottes. Und erst dann lehrt er sie mit dem Brot der Erde. Dann habe ich letzte Woche gesagt, dass dieses Brot, diese Brotvermehrung, die er da wirkt, natürlich ein Bild ist für das eigentliche Brot, das er schenken wird, nämlich die Eucharistie. Und darum geht es im heutigen Evangelium. Die erste Lesung spielt genau darauf an, da sind wir in der Wüste und das Volk murrt gegen Moses und sagt, warum hast du uns aus der Wüste herausgefährt, nur damit wir hier in der Wüste umkommen. Das Volk zweifelt plötzlich an der Güte Gottes und erinnert sich nur noch daran, dass es in Ägypten an den Fleischtöpfen saß und vergisst vollkommen, dass der Preis für die Fleischtöpfe war, dass sie in der Sklaverei waren. Sondern es ist ein starkes Bild wieder für unser geistliches Leben, denn solange wir den Weg, wie alle Menschen dieser Welt leben, ohne Gott, nach unserem eigenen Gutdünken, sind wir letztlich Sklaven der Sünde. Wenn Jesus uns da hinausführt, ja, also Jesus ist unser Moses, von dem wir uns aus Ägypten herausführen lassen, dann kommt der Moment, wo wir plötzlich anfangen zu zweifeln. Meint Gott eigentlich wirklich gut mit mir? Wie wird es mir gehen, wenn ich mich ganz und gar auf diesen Gott einlasse? Ja? Wird es mir dann nicht schlechter gehen als den anderen Menschen? Weil wir sehen, dass die anderen Menschen scheinbar die Güter der Erde zur Verfügung haben. Alles Bilder. Und der Gläubige hat immer diese Zweifel, jeder Mensch hat diese Zweifel, meint Gott wirklich gut mit mir? Und das ist die große Prüfung in der Wüste. Vertraue ich drauf, dass der mich aus Ägypten herausgeführt hat, das gelobte Land für mich persönlich im Blick hat, dass er fähig mich ist, in dieser Wüste zu ernähren. Das Volk zweifelt, murrt, will in die Wüste zurück und dann schenkt Gott ihnen das Manna. Was bedeutet Manna auf Hebräisch, heißt es da? Und das hören wir in der ersten Lesung. Was ist das? Mahu. Auf Aramäisch heißt das dann Manna. Also in Hebräisch Mahu, Manna. Und seitdem heißt es das mirakulöse Brot, mit dem Gott sein Volk in der Wüste ernährt. Manna. So, und Jesus sagt jetzt, nicht mein Vater vom Himmel gibt euch das Manna, sondern, Entschuldigung, nicht Moses hat euch das Manna gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot. Und dieses wahre Brot ist nichts anderes als der Leib Christi. Und deswegen sagt Jesus heute nochmal, und das ist wirklich ein Wort, dass wir uns in die Magna Carta unseres Lebens schreiben lassen müssen. Müht euch nicht um die Speise, die verdirbt. Ja? Die Speise, die verdirbt, die wird uns hinzugeschenkt. In einem anderen Evangelium heißt es, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Wenn wir wenn wir die Eucharistie, wie das Konzil sagt, Quelle und Höhepunkt unseres Lebens sein soll, ja? wenn wir die Suche nach dem Brot, das Christus selbst uns gibt und das er selber isst, zum Zentrum unseres Lebens machen, dann können wir sicher sein, dass uns alles andere hinzugegeben wird. Denn dann haben wir das Einzige, was wirklich unsere Seele ernähren kann und uns glücklich machen kann. Jetzt ist ganz witzig, dass ich hier in San Francisco ganz ikonisch vor einem Bild stehe, nämlich hinter mir seht ihr die sogenannte Schatzinsel. Vielleicht habt ihr als Kinder das Buch von Robinson gelesen, die Schatzinsel. Und dieses Buch hat er geschrieben, hier am Land stehen. Diese Insel war sein Modell, das meditierend er die Schatzinsel geschrieben hat. Und was ist das anderes als diese Botschaft? Ja? Die Menschen der Welt gehen durch große Abenteuer, um letztlich nur den Mammon zu gewinnen. Aber kein Mammon kann uns das ewige Leben kaufen. Das Einzige, was uns ewiges Leben schenkt, ist Jesus in der Eucharistie. Und deswegen sollen wir genauso wie alle anderen ihre Lebensenergie ausgeben, um den Mammon zu erlangen, setzen wir unsere Energie hinein, das Brot zu bekommen, das uns allein ewiges Leben schenkt. Und darum, das ist der einzige Grund, ja, ich verstehe so gut, wenn jemand sagt, warum soll ich am Sonntag in die Kirche gehen, das ist so langweilig. Ja, es kann langweilig sein, der Priester kann vielleicht schlecht predigen, die Musik kann furchtbar sein, vielleicht bin ich der Einzige in meinem Alter. So what? In jeder heiligen Messe der katholischen Kirche ist Jesus Christus in Leib und Blut wahrhaft gegenwärtig. Er wird uns immer in der Kommunion geschenkt und deswegen ist es ganz wurscht, wie schlecht die Messe ist. Jesus ist da, er wird uns in der Kommunion geschenkt, er nährt unsere Seele, er schenkt uns ewiges Leben, nicht nur im Jenseits, sondern hier und jetzt schon.
achtet mal drauf, wenn ihr die Kommunion empfangen habt, welchen Frieden in der Seele, welche Freunde, das ist die Kraft, aus der wir leben. Das ist der Schatz, die Insel, die wir wahrhaft suchen sollen. Ich wünsche euch einen frohen Sonntag, bis nächste Woche.